Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es darum, wie ich auf Instagram mit Hilfe des Bilderkarussells sehr, sehr gut Panoramen darstellen kann, ohne dass die mega klein sind. Viel Spaß! Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann könnt ihr das gerne tun. Stefan Schäfer 90 heiße ich dort. Und wenn ihr mal auf mein Profil geht, dann werdet ihr jetzt sehen, wenn ihr dieses Video seht, dass das eine der aktuellsten Bilder so ein Panorama geworden ist. Ich habe hier ein Foto aus Berchtesgaden gemacht und das habe ich hier quasi in mehrere Hochkantbilder aufgeteilt. Und dadurch, dass ich jetzt hier immer weiter nach rechts bzw. nach links schieben kann, kann ich das vollständige Panorama mir anzeigen lassen. Und wie das genau funktioniert, möchte ich dir jetzt mal zeigen. Ich habe jetzt genau dieses Bild hier nochmal geöffnet. Das ist jetzt ein Bild, was ich im 3:2 Format aufgenommen habe. Und ich habe dir ja schon gesagt, das optimale Verhältnis von den Bildern her ist ein 4:5 Format. Dann hat man das so leicht hochkant und man hat den größtmöglichen Teil des Bildschirms des Handys ausgefüllt. Und jetzt muss ich mir einfach nur überlegen, wie oft passt denn jetzt dieses 4:5 Format in ein 3:2 Format? Das kann ich ja ganz einfach ausrechnen. Wenn ich zwei nebeneinander packe, dann habe ich ein Format von 8:5. Und das kann ich jetzt hier einfach mal machen. Ich habe jetzt hier das Bild nochmal geöffnet in Lightroom. Ich werde jetzt hier mal eine virtuelle Kopie anlegen, weil so ein kleines bisschen müssen wir es ja beschneiden. Dazu nehme ich jetzt hier einfach mal mein Transformieren-Werkzeug. Und dann gehe ich hier in dem Seitenverhältnis einfach mal drauf und sage jetzt hier Benutzer definiert eingeben. Und dann kann ich hier mein Seitenverhältnis eingeben. 4:5 wäre das normale Verhältnis. Dadurch, dass ich zwei nebeneinander mache, ist es jetzt ein 8:5 Format. Und dann klicke ich einfach mal auf OK. Und du siehst, ja, kleines bisschen mit oben und unten abgeschnitten. Ich kann das jetzt hier noch so ein bisschen zurechtrutschen, wie ich das gerne hätte. Ich brauche nicht ganz so viel Himmel. Ja, und hier unten ein kleines bisschen, so passt das. So, jetzt haben wir ein Format 8:5 und im Endeffekt müssen wir das jetzt nur einmal in der Mitte teilen. Und das kann ich ganz einfach mit Photoshop machen. Deswegen jetzt einfach einen Rechtsklick hier drauf, bearbeiten in Photoshop 2019, je nachdem, welche Version du hast. Ich mache jetzt hier auch mal eine Kopie mit den Lightroom-Anpassungen. Ja, und dann öffnet sich das Ganze einfach in Photoshop. Und in Photoshop können wir daraus ganz einfach zwei Bilder machen. Das Bild ist jetzt hier geöffnet und das Erste, was ich mal machen werde, ist auf Bild und dann Bildgröße. Denn das optimale Instagram-Format sieht vor, dass die Höhe 1350 Pixel beinhaltet. Deswegen werde ich jetzt hier die Höhe mal auf 1350 Pixel einstellen. Und bei einem Bild wäre die Breite dann 1080 Pixel. Dadurch, dass es aber zwei Bilder jetzt sind, sind das Ganze 2160. Also das passt soweit. Dann klicke ich hier einmal auf OK. Und dann haben wir jetzt hier schon mal die richtige Bildgröße. Dann kann ich das Ganze jetzt hier noch ein bisschen näher ranzoomen. Und was ich jetzt mache, ich gehe hier einmal auf Ansicht und dann neues Hilfslinien-Layout. Da habe ich jetzt hier alles schon mal richtig eingestellt. Ich brauche jetzt hier im Endeffekt zwei Spalten, weil ich zwei Bilder machen möchte. Wenn ich jetzt daraus ein größeres Panorama machen möchte, mit drei Bildern zum Beispiel, dann klicke ich hier einfach in der Anzahl 3 ein. Aber in meinem Fall reichen hier zwei Spalten aus. Und dann klicke ich hier einmal auf OK. Und dann habe ich jetzt hier Hilfslinien hier erstellt, die genau das Bild in zwei Bilder quasi unterteilen. Was ich jetzt nur noch machen muss, ist das sogenannte Slice-Werkzeug benutzen. Das findest du hier unten. Wenn es dir vielleicht nicht angezeigt wird, dann klick mal hier auf diese drei Punkte. Dort findest du dann noch weitere Werkzeuge, die hier versteckt sind. Ich habe das jetzt hier, das Slice-Werkzeug. Und alles, was ich jetzt hier machen muss, muss ich auch gar nicht groß irgendwas malen, sondern einfach nur Slices entlang der Hilfslinien quasi erstellen. Hier oben dieser Button, einmal draufklicken und schon habe ich hier insgesamt zwei Slices erstellt. Das siehst du jetzt hier auch schon. Das wird jetzt hier angezeigt. Und jetzt muss ich das Ganze nur noch abspeichern. Dazu gehe ich auf Datei, Exportieren, für Web speichern. Das Ganze soll hier im JPEG-Format sein mit einer maximalen Komprimierungsqualität. Ja, also Qualität steht hier auf 100. Ich klicke hier nochmal an, dass das Ganze optimiert wird. Und ich möchte das Ganze in den sRGB-Farbraum konvertieren, weil das einfach der Farbraum ist, der im Internet auch wirklich dargestellt wird. Und dann muss ich hier unten nur noch auf Speichern klicken. Das speichere ich jetzt hier einfach mal auf meinem Schreibtisch ab. Format werden nur die Bilder abgespeichert mit den Standardeinstellungen und alle Slices. Und dann klicke ich hier einmal auf Sichern. Ich habe das jetzt hier natürlich schon mal gemacht, deswegen ich ersetze das Ganze jetzt hier einfach nochmal. Und dann sind diese beiden Bilder hier auch abgespeichert. Und wenn ich jetzt hier auf den Ordner Images gehe, dann hast du hier genau diese zwei Bilder drin. Ja, wenn ich die jetzt beide mal öffne hier, dann sind das genau diese beiden Bilder jetzt einfach unterteilt. Und jetzt muss ich nur noch per AirDrop die Bilder auf mein Handy bringen und kann sie dann direkt bei Instagram posten. Einfach einen Rechtsklick drauf, teilen, AirDrop, fertig.
Bei Instagram selber klicke ich dann jetzt hier einfach auf das Plus-Symbol und dann siehst du hier auch schon die beiden Bilder nebeneinander. Ich werde jetzt hier einfach mal das erste Bild anklicken, was ganz links ist. Da werde ich jetzt hier mal komplett rauszoomen und dann einfach hier auf den Button ganz rechts klicken, damit ich hier weitere Bilder hinzufügen kann zu meinem Bilderkarussell. Und als zweites Bild nehme ich jetzt hier, ja, logischerweise das rechte Bild noch mit rein. Dann klicke ich hier einfach einmal auf Weiter und du siehst jetzt hier schon diese beiden Bilder hier nebeneinander. Und dann kann ich im Endeffekt hier noch meine Bildunterschrift dazu packen, eine Person markieren, wenn ich das noch möchte, Orte hinzufügen. Aber im Endeffekt ist das jetzt hier genau diese Möglichkeit, dass ich jetzt hier dieses Bild quasi hin und her swipen kann. Und das fertige Ergebnis siehst du jetzt hier auf meinem Kanal. Das heißt, ich habe jetzt hier wirklich ein Bild, was ich hin und her swipen kann, ohne dass man da irgendeinen Übergang sieht. Und wir haben dieses Panorama sehr viel besser dargestellt, als wenn das einfach jetzt nur einmal quer hier rüber gelegt worden wäre. Dann hätten wir von der Höhe her sehr viel Platz verloren. Und so haben wir jetzt hier tatsächlich ein richtig tolles Ergebnis. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und wenn du noch Fragen hast, einfach unten in die Kommentare damit. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und frohe Weihnachten, frohe Festtage. Lasst euch reich beschenken und seid mit der Familie zusammen. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Macht's gut. Ciao.